herzlich willkommen zurück zu Bausimulator 2015 mit dem Alex. Hallo Leute, ja, und Julian hat wieder bei der Anmoderation gelaggt, wie immer. Deswegen kommst du immer so spät. Hä? deswegen kommst du immer so spät. Alter. So, und wir müssen unseren Vorarbeiter ansprechen. Er hätte es gar nicht mit der Typi. Hast du den jetzt schon angesprochen oder was? Nö. Wo ist denn der Typ? Der steht hier gar nicht da, wo er immer steht. Ich nichts wissen. Ich kaufe jetzt erstmal die Sachen wieder. Wo steht die Missgeburt? Wie immer. Keine Ahnung. Ja, mal jetzt ganz ehrlich, Mann. Da steht Vorarbeiter ansprechen. Der ist hier nicht die faule Sau. Soll mal arbeiten, der Typ. Ja. Wo steht der? Nicht da wohl. Ist ihm dein Ernst, ey? 16. Wie viel Kubikmeter Erde braucht man? 8? Sein fucking Ernst. Ach, an der Baustelle steht der, okay. Hab schon gerade. Nee, das ist die Kontaktperson. An der Baustelle. 8 Kubikmeter Erde. Gut, dann dann kommen wir mit einem LKW nicht hin. Aber ich kann den ja schon mal. Jo, steig aus, ich bin halt wieder. Wo ist die Baustelle? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die ist ja. Am Arsch der Welt, ja. Ich bin gerade mal hingereist auf dem Taxi. Hä? Wo sind die? Hättest auch gleich die Walz mitnehmen können, die brauchen wir jetzt gleich. Ja, juckt mich nicht. Ich will mal kurz. Hä? Moment, wo bin ich denn jetzt? Ja gut, teleportiere mich halt nicht dahin, sondern 5 Kilometer weg, Alter. Und dann nur noch Geld kassieren, sowas aber auch. Ja, wohin muss ich? Geht ja gar nicht. Escape. Ach da, dachte dahinter ist es, deswegen bin ich hier gelandet. Grün. Ach so, hier ist, klar, die bauen schon einen riesen Parkplatz und schon Vereinsheim, aber noch keinen Fußballplatz. Läuft bei denen. Aber richtig. Das ist die Prioritätsreihenfolge. Und da steht auch nämlich die eine Missgeburt, die mit uns labern will. Sehr schön. Vorarbeiter, grüß dich Alex. Gut, dass du da bist. Nach dem Kauf des Walzenzugs habe ich mich erinnert, dass du vor kurzem beim TuS Fuchsberg eine passende Ausschreibung gab. Die wollen ihren Ascheplatz zu einem richtig schönen Rasenplatz ausbauen und deswegen sind wir heute hier. Das klingt ja nach perfekter Gelegenheit, allen im Verein zu zeigen, was wir drauf haben. Auf jeden Fall, aber unterschätze die Aufgabe nicht. Den ganzen Platz hier zu verdichten, wird ein ordentliches Stück Arbeit, denn Rollrasen holen wird eine bei der Gärtnerei. Außerdem brauchen wir noch zusätzliche Mutterboden, damit der Rasen gut angeht. Aber zuerst legen wir mal eine Drainage. Dafür brauchst du noch entsprechende Rohre. Du siehst, da steht einiges an. Am besten machst du direkt los, bla bla bla. Okay. Oh. Abschnitt 2. Erde. Ich komme schon mit der Erde. Schon unterwegs. Okay. Ich gehe mal gerade die Aufträge durch. Wir brauchen erst Erde, dann müssen wir verdichten und die ganzen Sachen holen. Das heißt, wir brauchen insgesamt, haben wir zusammengerechnet, 12 Rollrasen und 6 Abwasserrohre. Rollrasen kriegen wir bei der Gärtnerei, Abwasserrohre kriegen wir beim unserem üblichen Freundchen da. Baustoffhändler. Das heißt, ich werde jetzt erstmal mit in den einen Pritschenwagen steigen und zum Baustoffhändler fahren. Und eben. Und dann von da aus gleich zum Gartenhandel und nochmal. Wie viel? 6. Ach nee, die Abwasser. Nee, die, das andere. Das, die das passt das nicht. Wir brauchen die Abwasserrohre 6 Stück und wir brauchen 12 Rasen. Ja, und es passen nur 8 drauf. Das heißt, es funktioniert nicht in der Kombination. Ja, es kommt drauf an, welche Abwasserrohre es sind. Die orangen oder die großen? Das werden wir gleich sehen. Und außerdem, selbst wenn es die kleinen sind, passt's nicht. Weil. Wenn 8 Sachen auf dein LKW passen? Das sind 12 Sachen, 8 Sachen. Das sind noch 2 zu viel, oder? Da habe ich gerade irgendwie einen Denkfehler. Du hast doch 6 Abwasserrohre. Ja, 12. Nee, ja genau. 12 ja. Und 6 sind 18 und man hat pro Mal 8, also hat man noch 3 übrig. Ja, ja, die Die packe ich oben drauf in meine Augenladen-Dings. Nein. Bei mir passt alles, glaubt das. Das ist eh an unterschiedlichen Orten alles. Guck mal, wo der Garten, wo die Baustelle ist. Wo sind die Baustellen? Die Baustelle ist da unten und guck mal, wo der Gartenhandel ist. Wahrscheinlich am Arsch der Welt. Der Gartenhandel ist direkt bei der Baustelle. Von daher nehme ich jetzt erstmal, und wenn ich zum Gartenhandel muss,
fahre ich eher an der Baustelle vorbei. Also kann ich einfach die 6 beim Baustoffhändler aufladen, die 6 Rohre, ja, fahre zu der Baustelle, kipp's ab, fahre zum Gartenhandel und fahre dann nochmal ein paar Mal hin und her. So. Ja. Ist eh eine kurze Strecke. Deswegen ist das einzige Erfolgreiche daran, dass es eine kurze Strecke ist. Mhm. So, Wetten, jetzt zeigt er hier erstmal an, dass wir nur 2 Stück kaufen sollen. So richtig hirnlos. Moment, was habe ich jetzt gesagt, was wir brauchen? Rohre, ne? Ja. Abwasserrohre, ne? Die werden hier gar nicht hervorgehoben. Ach so, weil du noch erst noch Erde machen müsstest, rein theoretisch. 6 Stück einkaufen. Ja, das sind normal diese orangenen kleinen Dinger da. Easy. Dürfte kein Problem beim Aufladen sein, wenn ich mich nicht anstelle wie, ja, der letzte. Höhlenmensch, der wieder mal nicht seinen Timer gestartet hat. Ah, 5 Minuten sind wir. Das ist aber scheiße, mir geht es nicht um die Minutenzahl, mir geht es dann, dass ich beim Schneiden gucken muss, wo der Punkt ist und nicht mich auf meine Zeit, die ich habe, verlassen kann. Das ist mehr Arbeit beim Schneiden. Hey, wo ist denn hier dieser blöde Eingang? Hier ist zwar der Sportpark, aber kein Eingang von der Baustelle, oder ist der hier irgendwo? Keine Ahnung. Ah, der ist hier so komisch, der Eingang. Oh, nee. Nee, der ist hinten durch. Der ist erst der Parkplatz und da hinten dran Wiese. Muss ich dann rechts rein bei der Absperrung oder wo? Ja, ja, klar, du musst rechts rein auf den Parkplatz und dann hinterm Parkplatz ist dann der Rasen, ja. Hm. Das ergibt schon irgendwie Sinn. Jo, und da muss man auch schön so ganz dezent ein bisschen verdichten. Die ganze Fläche wahrscheinlich, hoffentlich. Nee, so viel ist es nicht. Hast du schon die Erde abgekippt oder was? Ach, die muss ich ja erst abkippen, stimmt. Ja. Dann weiß ich ja noch gar nicht, was ich... Ja, was du verdichten musst, genau. Stell dir mal vor, du musst die ganze Fläche da drumherum verdichten. Dann viel Spaß. Wird so sein, denke ich. Ja, denke ich auch. Es gibt auch, glaube ich, dafür ordentlich Asche, oder? Fürs Verdichten. Moment. Pam, pam. Es gibt für den gesamten dritten Abschnitt gibt es 62.600. Also mit Rollrasen, mit 4-mal Rollrasen und 2-mal Abwasserrohre. Abschnitt 3, 4 und 5 sind einfach... Nee, Abschnitt 3 und 4 sind einfach identisch. Wahrscheinlich, wie immer. Was denn? Disco? Nee. Was denn? Ah, nee, doch nicht. Ich muss nochmal Erde holen. Ja, ist doch fertig. Ist doch jetzt... Ja, für später dann noch. Ja, für später. Ja, wir müssen jetzt erst... Aber jetzt... Jetzt musst du erst verdichten und dann jetzt, genau, jetzt der Abschnitt 3 und der Abschnitt 4 sind ja identisch und dann kommt beim 5. nochmal Erde und beim 6. ist dann wieder identisch. Ach, es geht aber mit Verdichten, das ist nicht so viel. Was? Sonst wäre es wahrscheinlich echt nervig, wenn es viel wäre. Ja. Ich weiß ja nicht. Hä? Wo ist denn? Nice. Baustelle 1 steht hier noch gar nicht, hä? Doch. Bei mir stand das da, ich konnte mich hin teleportieren. Hä? Aber steht... Du bist doch da. Ich bin auf dem Hof bei mir hier und... Du musst runterscrollen, Mann. Du kannst da scrollen. Die Liste ist inzwischen okay. Zu lang. Ja, das wusste ich nicht. Wir haben einfach schon fast jeden, ich glaube jeden Bauer inzwischen, den es hier gibt, abgegrast. Schon mal irgendwie einen Besuch beschert und Geld beschert. Mann, sind wir sozial. Wie macht man dieses Ding nochmal an? X, ne? Ich glaube schon. Wenn nicht, drück F1. Ja, X war das. Ja, wenn ich F1 drücke, ist mein Mikrofon gemutet. Läuft bei dir. Wenn du auch die Sachen, wenn du auch wichtige Sachen auf sowas legst. Ich habe auf den F-Tasten nichts, außer F9 mein Folgen starten, F10 mal, F9 meine, dass auch meine Aufnahme startet und F10, dass die Folgen starten. Hallo. Guck, guck. Walzen, walzen, walzen. Mal schauen. Hm.
Na, könnte man wirklich in einer Folge schaffen, vielleicht. Aber ja, gut, ich Nee, weiß nee, nicht. nee, nee, nee. Wir müssen das Ganze ja 50.000 Mal wiederholen. Wir sind ja schon bei 10 Minuten jetzt oder sowas, ne? Ja, Also ja. bei mir 4 und bei dir, ja. Von daher. Zehn. In zwei Folgen immer noch mutig, aber ist machbar. Naja, sag mal, wenn ich. Ja, ich hole jetzt die Abwasserrohre gerade alle. Wie viel Mal müssen wir Erde holen? Noch einmal. Aber wir müssen insgesamt dreimal verdichten. Ja gut. Ja gut, ich meine, hast du gesagt? Ja gut, das hast du. Monatliche Abrechnung 57.000. Danke. Jo. Danke für dieses schöne Geschenk. Danke. Das macht so riesen Spaß. Zu bezahlen müssen. Bezahlen ist immer toll. Nicht. So. Komm, lass fallen. Jo, passt. Ach, bin übrigens immer noch gerade beim Aufladen der Wasserrohre. Lass mir da extrem viel Zeit gerade. Oh, Aber ja gut. juckt mich nicht. Ich leg die auch für gerade alle. Ich belade auch wie ein Mensch und nicht wie ein. Keine Ahnung. Das Ich ist ja nicht belade die. meine Auflagetechnik. Natürlich. Ich belade die gerade richtig schön, Mann. Kannst Das du. dauert aber auch hier. Kannst du dir mal angucken, wenn ich dann vorbeikomme, Alter. Ist richtig schön aufgeladen hier alles. Nicht so hässlich wie bei dir. Ja. So, noch ein letztes kleines Abwasserröhrchen. Und dann darf ich mich auf die, keine Ahnung, 10 Kilometer weite Fahrt machen, ungefähr. Das weit? Das ist ewig weit, Alter. Guck mal auf die Karte, Mann. Das ist fast bei unserem Dorf, bei dem Dorf, wo man anfängt, ist das fast schon die Baustelle. Wieso bist du dem Baustoffhändler nicht gegangen, der vorne da ist? Weil das genauso wenig bringen würde? Ach so, da könnte ich mich teleportieren, ne? Bis dahin. Naja. Ja, wow, okay. Jetzt habe ich die Sachen schon drauf. Ist aber egal. Fahre ich halt jetzt ein bisschen länger. Juckt mich nicht. Dreimal verdichten und dann dreimal so eine Fläche, toll. Und dreimal vor allen Dingen dann dieselben Sachen immer wieder ablegen, weißt du? Ist mega geil. Können wir da eigentlich irgendwas aufstellen? Kranmäßig? Nee, ne? Mobilkran, aber ob der so viel bringt. Ja, wow, Mobilkran geht immer. Nee, aber ansonsten Aber nix. kranmäßig kannst du bis jetzt, glaube ich, noch nichts aufstellen. Nee, da ist kein Turmdrehkranplatz. Nee. Höchstens Mobilding. Innenansicht, let's go. Let's go. Meine schön Nix gewohnten da. 23 FPS, das ist doch scheiß. Das ist doch schön. Tee. Ja, mit zu viel wird man ja auch sonst zu sehr verwöhnt vom Spiel. Das geht ja nicht. Nee, es. Ich habe aber wenigstens eine vernünftige Aufladetechnik. Ach ja, ich feiere mich für. Und jetzt, du siehst ja die Strecke, Alter, mega weit, wo ich jetzt fahren darf. Aber gut, solange ich jetzt keinen Unfall anfange wieder zu bauen, geht's ja relativ schnell. Ich muss ja nur unten irgendwie an dem, ja, nennen wir es mal Fluss entlang fahren. Und dann hat sich das Thema. 222.000 hab ich aktuell. Ist auf jeden Fall nicht wenig. Aber aufs Geld kommt es ja jetzt eh nicht mehr an. Wir haben alle Geräte. Ja. Wir können sie nur noch mal in fünffacher Ausführung kaufen. Das Einzige, was wir in doppelter Ausführung haben, was auch Sinn ergibt, ist ja der Pritschenwagen. Wegen so vielen verschiedenen Sachen. Was machst du eigentlich gerade? Verdichten oder was? Immer noch, ja. Wäre fast irgendwo gegen gefahren. Aber nur fast. Wenigstens sind die Straßen frei auf dem Weg. Und ich kann hier ein bisschen durchheizen. Na, siehst du? Oh Mann. Fahr. Aber wenn du eh noch bei der Sache bist, dann. Obwohl, ich muss ja auch noch. Wir brauchen ja dann noch die Gartenscheiße. Aber ich glaube, ich hole dann auch noch mal den zweiten Laster daher. Und Ich würde teleportiere. sagen, noch einen zweiten dazu, Nein, vielleicht Alter. leichter. Und teleportiert ihn zum Dings. Und teleportiert ihn zum Gartenhandel. Direkt. Und dann ist der vom Gartenhandel zu unserer Dings ist das ja, keine Ahnung, 5 Sekunden.
Boah, ey, wie ich eine Abbiegung, die eine, hier, das eine Mal abbiegen einfach nicht mehr gekriegt habe, weil ich zu schnell war auf deinen Straßen. So. 70, ja, ich bin gerade noch langsamer. Das ist gut, ne, Leute. Wunderbar ist es eigentlich, ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, gerade so ein bisschen Wilhelm Kramer LP, nein. Wunderbar, Leute. Oh, Mann. Gib Gas, Mann. Ach, Mann. Ach, hier fehlt ja noch ein ganzes Jahr, ich hab euch gesehen. Ich wundere mich, wieso das hier nicht voll wird. Ach, sind wir schon da? Nein, ich fahr dran vorbei. Drehen. Dann düsen wir nochmal rückwärts zurück, dann müsste es das gewesen sein. Was ist denn das für eine scheiß Markierung, Alter? Schon wieder am Aufregen, hier schon wieder Ghetto-Slang rausholen. Ja. Was für ein scheiß Auto hier, verpiss dich. So. Jo. Du brauchst den Rollrasen. Viermal Rollrasen vom Gartenhandel brauchen wir jetzt. Jo. Ich bin gerade mit den Rohren da. Und zweimal Abwasser auch. Die Rohre kannst du schon abladen, wenn du willst, dann jetzt gleich. Mhm. Wo ist können das? Können wir so machen. Hier. Ich lasse dir den Dings da und kümmere mich um das andere jetzt. Ja. Okay. Das ist der erste, glaube ich. Dann lege ich jetzt mal in den zweiten. Und dann ab Standort zum Gartenhandel Dorf ist es, glaube ich, ne? Ja. Bin ich am richtigen Ort? Akku ah, hat irgendwie 300, hat jetzt 339 Taxigebühr gekostet, aber ich bin da. Ja. Boah, hier steht noch so ein scheiß Dings im Weg rum. Noch ein, von irgendwann vor 5 Jahren, als wir hier waren, was kaufen, noch so ein, ja gut. Bist du gerade so dumm, um für Gabelstapler das Wort zu finden? Ja, Gabelstapler, genau. So. Was ich eigentlich mal ganz gerne, gibt's nicht auch irgendwie so ein Gerüst, was man da kaufen konnte? Einfach ja. Mal, das wovon will ich das kaufen? Nö. Gibt's nicht. Beim muss Garten ich mal einen Singleplayer machen, fällt mir gerade ein. Pflanzen, es gibt hier nur Pflanzen. Schneebär, achso. Rollrasen gibt's auch. Ja, und Rollrasen, ja, aber es gibt, wie viel brauchen wir jetzt? Wenn, guck mal, das zeigt jetzt wieder nur 4 Stück an. Als ob ich jetzt für jedes Mal hier extra fahre, oder extra kaufe. Direkt 12 Stück. 7200 Euro. The game crashed, the game report folder name, 2015. Läuft next to the game. Der Rollrasen sieht richtig geil aus, Mann. Aber guck mal, das ganze Regal ist voll. 12 ist das Maximale, was die Regale bei dem Händler fassen können. Mehr, Alter. Mehr können die nicht fassen. Geil. Was ist das? Da haben die für Sorgen. Es ist einmal alles voll jetzt beim Rollrasen, beim Gartenhandel. Es ist einmal alles voll mit Paletten, weil es mehr nicht verkraftet. 12 Paletten. Und, ach so, stimmt, du hast ja gerade gesagt, dein Game ist gecrashed, ne? GG. Mhm. Würde ich mal sagen. Ich fange mal von hier aus an. Läuft also, wir haben 12 Stück. Ich lade jetzt hier nur 6 auf. Jeweils 6, weil jetzt 8 und 4 macht keinen Sinn. Dann brauchst du zum Aufladen zu lange. Dann machen wir das einfach mal. Zack. So. Dann machen wir das hier hinter. Bisschen runter. Hast du gesehen, wie, hast du übrigens, bevor du rausgeflogen bist, gesehen, wie schön ich die Abwasserrohre da transportiert hab? Aufgeladen hab? Nicht? Nee. Ich hab die doch direkt vor die Fresse gestellt, den Transporter. Achso, doch, hab ich gesehen, ja. Ja. Schön, läuft, schön. Ne? Hab ich doch schon gesagt gehabt. Schön, schön. Ja, achso, okay, hab ich schon gewusst. Naja, jetzt mach ich aber jetzt. Jetzt mach ich erstmal, weil wir 12 Rollrasen haben, mach ich jetzt auch nur, mach ich auch jetzt nur erstmal 6 Stück auf den Transport, auf den Wagen drauf. Und dann später nochmal 6. Aber es sah auf jeden Fall jetzt eben gerade lustig aus beim Gartenhandel, weil die maximal 12 Paletten auf das Dings passen, auf das Regal da bei denen. Dass es einfach mal voll war. Nein, zählt nicht. Scheiße.
Welcher Peitschenwagen ist denn das? Den du hast, ist der Einser. Ja. Naja. Der da steht. Da ist der Einser. Da sind wir jetzt auch wieder mal 6 Rollrasen mit und dann können wir ja später nochmal hinfahren und noch die restlichen abholen, aber da haben wir eh noch Zeit für. So. Weil das ja dann, weil wir die dann erst im, ja doch im zweiten Schritt brauchen wir dann die direkt wieder. Aber für jetzt reicht es ja. Ist schon wieder rausgeflogen? Nee, ne? Bist noch drin? Ja, ich bin auch drin. Muss man ja immer mal wieder nachfragen. Ich merke dann schon, wenn ich draußen bin. Ja, aber ich nicht mehr unbedingt, weil irgendwie kommt mir vor, als ob diese Meld... Leute, guckt euch das mal an. Hier, von oben bis unten, dieser Chat ist voll mit Julian. Dritter Spieler, verlässt das Spiel. Dritter Spieler, verlässt das Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, glaube ich jetzt. 3, nee, doch 7 Mal. 7 Mal betritt er das Spiel, Alter. Hat schon betreten. Ja, und das innerhalb von... Die jetzige Aufnahme läuft bei mir 1 Stunde 50. So, dann hol ich schon mal. Wie lange haben wir noch? Du brauchst Erde, ne? Ja, wollte gerade sagen, hol ich schon mal Erde. Ach, aber von der Zeit sind wir jetzt schon bei 20, oder? Oder wie war das? Sind wir ja, bei 15? Ja, 21. Ah ja, stimmt. Das ist ja am Anfang dieser Folge was vergessen zu drücken. Stimmt, ja. Ja, dann so. Würde ich mal sagen, war es das von der Folge, oder? Wir machen das in der nächsten Folge. Ich bin hier und ich lade hier in der nächsten Folge weiter auf. Ja, komm mal. Dann, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.